SKGLB, fünf Buchstaben, die für eine Eisenbahnlegende stehen. Bis 1957 führte die romantische Salzkammergut-Lokalbahn durch einen der schönsten österreichischen Feriengebiete. Sie verband den Mondsee, den weltbekannten Wolfgangsee und Bad Ischl mit Salzburg. In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts arbeiteten vorausschauend denkende Salzburger, aber auch der Thalgauer Fabrikant Nikolaus Gärtner an Plänen für die Erschließung des Salzkammerguts durch eine Eisenbahn. Aber erst das bekannte österreichische Eisenbahnunternehmen Stern und Haferl erhielt am 13. Januar 1890 von Kaiser Franz Josef die Konzession zum Bau einer schmalspurigen Lokalbahn von Ischl über Strobel, St. Gilgen und Mondsee nach Salzburg. Schon am 5. August 1890 stellte Stern und Haferl die erste Teilstrecke von Ischl nach Strobel fertig. Wenig Probleme bereitete auch der Bau der Bahn zwischen Salzburg und Mondsee, die am 28. Juli 1891 eröffnet wurde. Der landschaftlich schönste Abschnitt von St. Lorenz nach Strobel wurde erst am 20. Juli 1893 in Betrieb genommen. Er stellte zwischen Plomberg und St. Gilgen erhebliche Anforderungen an die Bauingenieure. Mehrere Tunnels und Steigungen von 25 Promille machen diesen Streckenteil zur Gebirgsbahn. Die Fahrt mit der Ischler Bahn, wie die kleine Eisenbahn im Volksmund heißt, begann in Salzburg im Lokalbahnhof, der vor dem Hauptbahnhof lag. Zwischen 1909 und 1957 betrieben hier die SKGLB und die Salzburger Elektrische Tramwaygesellschaft, wie die Bahn nach Lamprechtshausen damals noch hieß, einen Gemeinschaftsbahnhof. Die Züge nach Bad Ischl hatten eine beachtliche Länge. Mehr als 800.000 Fahrgäste pro Jahr benutzten das Züglein in den 50er Jahren. Damit war es damals Österreichs meistgenutzte Schmalspurbahn. Die überraschend stabile Zahl an Fahrgästen veranlasste die SKGLB-Führung, noch bis zuletzt Personal einzustellen. Dazu gehörte Josef Enzesberger, der erst 1955 bei der Ischler Bahn anfing. Das sind noch in Oberbau haben noch hinter mir noch etliche angefangen. Noch. 56 noch am Anfangs. Im letzten Betriebsjahr verließen täglich noch 5 Züge den Ischler Bahnhof in Richtung Salzkammergut. Kurz nach der Ausfahrt bog die Bahn in die heute noch existierende Ischler Bahnstraße ab. Die Szenerie hat sich kaum geändert. Nur benutzt mittlerweile der PKW die alte Trasse der SKGLB. In unmittelbarer Nähe befinden sich die umfangreichen Gleisanlagen des Salzburger Hauptbahnhofs. Noch 1957 tat hier eine ehemalige preußische G10 der österreichischen Bundesbahn Dienst. Von den normalspurigen Gleisanlagen gab es eine Verbindung zum Frachtenbahnhof der SKGLB. Hier war in Salzburg der betriebliche Mittelpunkt mit einem zweiständigen Heizhaus. Auch die stärkste Lok der SKGLB, die Nummer 22, eine ehemalige Heeresfeldbahnlok, wurde von hier aus eingesetzt. Ansonsten kamen vor allem die C1-Lokomotiven Nummer 3, 4, 7, 9, 11 und 12 im Plandienst zum Einsatz. Die beiden Krausloks 3 und 4 stammen noch aus der Anfangszeit der SKGLB. Mit ihnen wurden 1891 die Eröffnungszüge zwischen Salzburg und Mondsee gefahren. Lok 3 wurde noch 1957 verschrottet, Lok 4 blieb erhalten.
Fast nichts erinnert hier mehr an die einst umfangreichen Anlagen. Lediglich das kleine Personaldienstgebäude hat die Zeit überstanden. Einen halben Kilometer weiter östlich in Itzling befand sich die Werkstatt. Das Gebäude ist auch heute noch nahezu unverändert vorhanden. Die vier ursprünglichen Schuppentore haben die Zeitläufer heil überstanden. Hinter der ersten Tür befand sich das Rädergleis, hinter der zweiten die Lokomotivreparatur, dann folgte die Wagenwerkstatt und ganz rechts die Lackiererei. Am Ortsrand von Itzling liegt eine Bogenbrücke, über die die Westbahn führt. Darunter fuhr seinerzeit die SKGLB aus Itzling heraus. Heute verläuft auf der alten Trasse eine Straße. Kurz hinter der Brücke begann eine 25-Promille-Steigung über Söllheim, Eugendorf nach Kreiwiesen hinauf. Nach der Durchfahrt der Ischlerbahn passierte ein Krokodil der ÖBB mit einer 1110 die Brücke. Nach etwa 14 Kilometern unterquert der Zug bei Kreiwiesen die damals noch nicht fertiggestellte Autobahn Salzburg-Linz. Kurze Zeit später biegt die Trasse bei Enzersberg in einen Wald ein. Dort ist der Verlauf der SKGLB auch heute noch gut zu erkennen. 210 Meter ist die Bahn seither von Salzburg angestiegen. Sie erreicht hier die erste Wasserscheide auf ihrem Weg nach Bad Ischl. Auch in Thalgau erinnern heute noch Hinweisschilder und Straßennamen an die Ischler Bahn. Der noch vorhandene Bahnhof ist heute ein Wohnhaus. Auf seine Vergangenheit deutet aber nichts mehr hin. In der landwirtschaftlichen Region um Thalgau war der Zug eine wichtige Einrichtung. Hans Schmiedinger kann dazu eine Anekdote zum Besten geben. Um drei, um halb drei ist der Zug gefahren da. Im Thalgau da umeinander. Und wenn halt die Jausenzeit war, wenn der Zug pfiffen hat, haben die Bauern seine Jausen gegangen. Nicht? Und wenn er Verspätung gehabt hat, dann sind sie halt eine halbe Stunde oder eine Stunde später gegangen. Weil die haben nach dem Zug gegangen. Die haben keine Uhr gehabt dort. Ne? Nach einem kurzen Halt geht die Fahrt weiter mit Blick auf die markante Drachenwand. In der flachen Talaue bei Vetternbach und Teufelsmühle ist die Trasse teilweise noch als Wiesenweg zu erkennen. Zudem weisen alte Brückenfundamente noch den Weg. In diesem Bereich soll ein etwa 4 Kilometer langes Stück wieder aufgebaut werden. Nach 28 Kilometern und etwa 1 Stunde 10 Minuten Fahrzeit wird St. Lorenz erreicht. An die hier einst vorhandenen Bahnanlagen erinnert heute nur noch das Nebengebäude des ehemaligen Bahnhofs. Der Blick in Richtung Mondsee, wo einst der Triebwagen der SKGLB fuhr, endet heute in üppiger Vegetation. Die Züge hatten in St. Lorenz Anschluss nach Mondsee. Anfangs versahen auf der 3,5 Kilometer langen Linie zweifach gekuppelte Tenderloks ihren Dienst. Ab 1928 fuhr dann der Triebwagen TCA 672. In Mondsee, dessen Kloster bereits im Jahre 748 gegründet wurde, dominiert die gotische Stiftskirche vom heiligen Michael das Stadtbild. Von der schönen Bahnhofsanlage ist allerdings nur das Heizhaus geblieben. Das diente der Gemeinde Mondsee lange als Bauhof. Nach dessen Auflassung renovierten Eisenbahnfreunde unter Leitung von August Zopf eines der letzten Originalgebäude der SKGLB. Seit 1996 ist es an Wochenenden geöffnet. Die hervorragend präsentierten Erinnerungsstücke an die SKGLB lohnen einen Besuch. Herausragende Ausstellungsstücke sind natürlich die drei schon restaurierten Lokomotiven.
Während die Lok Nummer 9 schon länger in Mozee hinterstellt war, sind die Lokomotiven Nummer 4 und 5 erst kurz vor Eröffnung des Museums nach Mozee gekommen. Beide Maschinen sind sogar betriebsfähig. Das Reichsbahn-Ausbesserungswerk in Görlitz arbeitete kurz vor seiner Schließung eine weitere alte SKGLB-Bekannte auf, die Lok 22. Sie ist heute im Besitz des Bielefelder Unternehmers Walter Seidensticker. Nach abgeschlossener Hauptuntersuchung soll sie in Zukunft auf der Insel Rügen dampfen. Hey, hör auf, das geht ja so auf die Ohren. Jetzt geht unsere Fahrt mit der Mondseer Kuh, wie der Triebwagen TCA 672 wegen seines tiefen Signalhorntons hieß, wieder zurück nach St. Lorenz. Der Triebwagen läuft heute als Speisewagen bei der Murrtalbahn. Zugführer Fritz Hitzel pendelte mehrere Jahre zwischen St. Lorenz und Mondsee. Da war ich Scharfen und Zugführer zugleich nicht. Das ist. Aber ohne Prüfung habe ich noch keine Zugführerprüfung gehabt, nicht Scharfen. Das ist nicht so bei uns, bei Rieschlab auch nicht so tragisch. Auf der kurzen Strecke fuhren beachtlich viele Fahrgäste. Früher nach oben sind sie voll gewesen, nicht? Sind wir voll gewesen. Das sind hauptsächlich Arbeiter gewesen, was zu Salzburg gefahren haben. Untertags 10, 15, 20. Einen Tag wird Fritz Hitzel nicht mehr vergessen. Da habe ich vorhin beim Fenster rausgeschaut und habe noch gesehen, dass der daherkommt, der ist nicht mehr der Bremse. Dann bin ich reingesprungen, im Personenraum. Und wenn ich da hingehauen habe, dann ist mir nichts passiert. Das war der Autofahrer. Als kleiner Bahnknoten der SKGLB besaß St. Lorenz auch einen Kohlebansen. Hier mussten vor allem im Winter die Kohlevorräte ergänzt werden. Eine C1-Lok braucht etwa 750 Kilo Kohle für den halben Weg von Salzburg nach Ischl. Die Nummer 22 etwas mehr als das Doppelte. Hier fanden auch mehrere Kreuzungen statt. Oft ist eine Kreuzung, wenn das einer Salzburg-Ischl gefahren ist und einer Ischl-Salzburg. Die haben dort gereizt, nicht? Dann haben wir gerade einmal hinfahren brauchen. Nicht? Mhm. Da ist zu jedem Zug ist da gefahren worden. Von St. Lorenz verläuft die Bahn über Schaffling nach St. Gilgen. Dann geht der berühmte Streckenverlauf am Wolfgangsee entlang nach Bad Ischl. Die Haltestelle Plomberg wies eine Besonderheit auf, wie Fritz Hitzel zu erzählen weiß. In Plomberg, ja, da ist aber keine Gartenausgabe gewesen. Aber die haben zum Großgarten haben sie über die Straßen müssen. Im Bereich Plomberg wurde die alte Trasse beim Neubau der Bundesstraße in Teilbereichen weggesprengt. Dadurch hängt heute die Felsgalerie der Bahn bei Plomberg ohne Verbindung in der Luft. An diese Veränderung der Felsen erinnert ein Denkmal auf einem Parkplatz am Seeufer. Oberhalb Scharfling liegt der schönste Abschnitt der ehemaligen SKGLB. Hier ist die Trasse noch vorhanden und teilweise begehbar. So lässt sich der Eindruck erahnen, der sich beim Blick aus dem fahrenden Zug auf den Mondsee ergab.
Hier musste aber auch die SKGLB dem Berg Tribut zollen, als 1948 ein schwerer Unfall geschah. Zeitzeuge Josef Strobel berichtet. Der hatte zum Fuß Holzburg durch St. Gilles. Das ist so normal gewesen. Durch Stundel durch ist dann nicht mehr gegangen, weil ihm der Felssturz gewesen ist. Und der hat das Signeto, das Gleis angeschlagen. Siehst du es? Ja. Und den Teil hat der Felssturz mitgenommen. Mhm. Und hat das Gleis rausgegangen. Nicht den Bogen um, sondern ist ins Freie rausgegangen. Und das ist ein Weib bei der Nacht. Da schauen da die Lokführer nicht so. Ich war auf so einer Strecke. Da ist kein Mensch, geht da auf den Ding und mit der Nacht. Ne? Ja. Das versteht sich ja vollkommen. Mhm. Und ja, wer da umgesessen sein ist und wer da so geschaut und sieht, ja. Und auf einmal ist es halt runtergegangen. Mhm. Das hat er übersehen. Der hat so gedacht, jetzt ist passiert was, ist er schon unter der Luke gewesen. Mhm. Wie es da runtergegangen ist, dann haben wir ihn hinflogen, mit der Nase aufs Fenster rauf, da ist ein Gitter gewesen. Ne? Und da hast du gesehen, da ist die Glut so runtergebrittelt. Da geht es ja steil runter. Mhm. Da in der Seite haben wir nicht rausgehen können, mhm. weil sie die Tieren zugehauen hat. Mhm. Die Schubtieren, das sind so ja. Schubtieren, die hat es ja. zugehauen durch den Stoß. Jetzt haben wir hinten auch noch die raus. Da haben wir dann die Tiere aufgemacht. Wir haben noch gar nicht gewusst, wieso da wir da herumklingen. Dann haben wir es gesehen, da ist alles weiß, der Felssturz, da sieht man sie irgendwo, da so Platten. Da, mhm. ne? Da ist alles weiß gewesen. Ne? Mhm. Ah, da ist ein Felsen runtergegangen. Dann haben wir gesagt, schauen wir da wegkommen. Wo will ich vielleicht nur drum haben. Ne? Im weiteren Verlauf der Strecke musste die Trasse stellenweise direkt in steile Felswände gehauen werden. Besonders spektakulär war daher der hoch oberhalb des Ortes gelegene Haltepunkt Schafling. Vier Tunnels mussten in diesem Abschnitt gebaut werden. Der 28 Meter lange Plombergtunnel, der 97 Meter lange Schafling-Tunnel, ein weiterer kleiner Tunnel, der heute noch befahrbar ist, und der 436 Meter lange Hüttensteintunnel. Der Tunneleingang auf der Schaflinger Seite ist noch vorhanden. Auf der Seite des Grottensees führt die neue Bundesstraße über den früheren Tunneleingang. Das im Hintergrund liegende Holzhaus markiert in etwa die Lage des ehemaligen Tunnelportals. Nicht mehr vorstellbar ist heute, dass einst am Ufer des romantisch liegenden Grottensees die kleinen Lokomotiven der SKGLB vorbeischnauften. Kurz darauf verschwanden sie im Hüttensteintunnel. Am Schloss Hüttenstein vorbei erreichen wir kurz hinter der Halte- und Ladestelle Eich einen kleinen Einschnitt, in dem 1926 der von Bad Ischl kommende Schnellzug entgleiste. Die verunglückte Lok 3 wurde seinerzeit repariert und versah bis zum Ende der SKGLB ihren Dienst. Oberhalb der alten Haltestelle Billroth kreuzte die alte Bundesstraße die SKGLB. Die Bahntrasse nutzten die Straßenbauer nach der Stilllegung der Ischler Bahn für die neue Straße.
In St. Gilgen erreicht die Bahn schließlich den Wolfgangsee. Hier gab es bis 1958 eine große Brücke, deren Verlauf uns Josef Rinner Strasser zeigt. In einer Höhe von 4 bis 5 Meter ist diese Bahnbrücke verlaufen zwischen den Häusern. Der Abriss der Brücke erfolgte auf sehr ungewöhnliche Weise. Der Grund vor unserem Haus war uns natürlich sehr wertvoll. Und ich habe mich dann sehr bemüht, dass ich den Grund wieder zurückkaufen habe können, weil ja festgestellt werden konnte, dass er vorerst aus unserer Liegenschaft abgetrennt wurde. Jetzt habe ich dann mich bemüht, diesen Grund wieder zurückzukaufen. Und das ist mir dann unter Umständen gelungen, aber nur insofern, weil ich das Abtragen der Bahnbrücke übernommen habe. Ich habe da wohl auch noch eine kleine Entschädigung bekommen dafür, aber das war ein Bruchteil von dem, was an und für sich der Aufwand war. Besonders beliebt bei Urlaubern und Touristen ist seit dem 19. Jahrhundert der Wolfgang oder Arbersee, wie er damals noch hieß. Daher verwundert es nicht, dass in Lueck, Plomberg, Schwand und am Leitnerbräu bei Mondsee der Zug jeweils direkt an einem Gasthof hielt. Das an einem Bogen des Sees liegende attraktive Gasthaus Lueck war insbesondere mit dem Züglein der SKGLB ein beliebtes Postkartenmotiv. In ihrem weiteren Verlauf musste sich die Bahn in einem Einschnitt durch einen Kalkfelsen zwängen. Er hieß Franzosenschanze. Die abwechslungsreiche Uferlandschaft des Wolfgangsees animierte verschiedene Heimatfilmregisseure, die Ischlerbahn in ihre Geschichten einzuarbeiten. Herausragendes Beispiel ist der 1956 gedrehte österreichische Spielfilm Kaiserball. Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift die liebe kleine Eisenbahn. Braucht ein bisschen, faucht ein bisschen und dann haucht sie wieder an. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt man in den grünen Wald hinein. Pflückt vom Almenhausch ein Büschel und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere schwer. Schau, die Lokomotive, die plagt sich so sehr. Und so manchem im Zug geht es dadurch den Sinn. Ja, auch ich hab viel Plagen und Mühe. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt die liebe kleine Eisenbahn. Rast ein bisschen, rennt ein bisschen, bis sie nicht mehr halten kann. Pardon, pfeifen Sie weiter, lieber Honeck. Wir fahren ja in den Urlaub. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fahrt man in den grünen Wald hinein, pflückt vom Almen
Frosch ein bisschen und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat's leicht und der andere schwer. Schau die Lokomotive, die plagt sich so sehr. Und so manchen im Zug geht es da durch den Sinn. Ja, auch ich hab viel Plagen und Mühen. Zwischen Salzburg und Bad Dischl fährt die liebe kleine Eisenbahn. Braucht ein bisschen, braucht ein bisschen, bis sie nicht mehr weiter kann. Bis sie einmal nicht mehr weiter kann. Also das ist ausgesprochenes Wunder, dass der Zug einmal pünktlich ankommt. Kunststück, wenn er nicht herzudringen ist. Ja, eben drum. Servus, meine Herren. Ja, servus, Niki. Gott sei Dank, der Zug ist noch nicht da. Warum, du wartest auf jemanden? Natürlich. Auf wen denn? Weiß ich noch nicht. Aber der Zug aus Wien bringt ja immer die hübschesten Mädchen aus der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie. Er ist lieber Kerl, aber ich kann mich an seine Sprache nicht gewöhnen. Ach du. Ausgerechnet Erzherzog Benedikt ist in unserem Zug. Träger! Träger! Wünschen die Damen einen Baum? Nein, danke schön, wir gehen zu Fuß. Aber unser Gepäck bringen Sie in das Hotel Kaiser von Österreich. Auch an diesem Gasthaus hielt die Ischlerbahn, wie Fritz Hitzel sich erinnert. In Gschwand hat der Gastwirt, der Gamsjager, der hat die Vorgarten rausgegeben. Beim Fenster raus, von der Küche aus, oder? Der hat den Vorgarten verkauft gehabt für die Ischlerbahn. Wie die Bahn eingestellt wurde, war ich 10 Jahre alt, kann mich noch erinnern. Die Großmutter hat Fahrkarten verkauft und die Gleise sind hier gelegen, wo jetzt der Radweg ist. Vorher, wie es noch wenig Auto gegeben hat, sind die meisten mit der Bahn gekommen. Da oben, im obersten Stockwerk, haben bei uns die Mädchen geschlafen. Und da sind die Burschen mit der Leiter rauf. Und der erste Zug musste einmal stehen bleiben, weil noch die Leiter hier gestanden hat auf den Schienen. Die haben dann dies weggeräumt und sind wieder weitergefahren. Von der Haltestelle Gschwand erreicht der Zug, durch die Felder bei Zinkenbach fahrend, nach einigen Kilometern St. Wolfgang Schiffsstation. Neben der Schafbergbahn und dem Hotel auf dem Schafberg gehörte der SKGLB ursprünglich auch die Längsschifffahrt, also die Route längs des Wolfgangsees von St. Gilgen nach Strobel. 1931, in Zeiten wirtschaftlicher Not, musste sich die Lokalbahn von diesen gut gehenden Betriebsteilen trennen. Sie gehören heute den österreichischen Bundesbahnen. Von St. Wolfgang führt die 6 Kilometer lange meterspurige Schafbergbahn auf den 1783 Meter hohen Schafberg. Wegen der großen Steigung von 250 Promille ist die Linie durchgängig mit Zahnstange ausgerüstet, System Abt. Die Bahn ist auch heute noch in Betrieb, allerdings fahren überwiegend moderne Triebwagen. Für den Saisonverkehr im Sommer beschafften die ÖBB in der Schweiz allerdings kürzlich fabrikneue Dampfloks. Wegen der großzügigen Anlagen der Bahnhöfe waren auf der ganzen Linie an mehreren Stellen auch Zugkreuzungen möglich. So wartet, während ein Zug aus Bad Ischl in den Bahnhof kommt, ein Gegenzug schon abfahrbereit am Bahnsteig von St. Wolfgang. Thank you.
Die Trasse zwischen dem Bahnhof St. Wolfgang und Strobel gehört zu den bekanntesten Fotomotiven. Hier verlief die Bahn vor dem berühmten Seepanorama vom Wolfgangsee, St. Wolfgang und Schafberg. Auch in Strobel existiert noch heute der Bahnhof. Dank der großzügigen Bahnhofsanlagen haben einige Gemeinden entlang der SKGLB nach dem Ausbau der Gleise weiträumige Parkplätze angelegt, so auch in Strobel. Als Besonderheit ist in Strobel der letzte Originalgüterschuppen der SKGLB erhalten geblieben. Allerdings wurde er von seinem neuen Eigentümer an einen anderen Standort verbracht. In Pfandl steht ein erhalten gebliebenes Haltestellengebäude der SKGLB. Diese Form des Haltepunktes gab es auch noch in Aschau oder in kleinerer Form auf den meisten anderen Haltestellen. In Kaltenbach findet man noch ab und zu Grenzsteine der SKGLB, aber auch die Bahn selbst ist noch in guter Erinnerung. Wo wir jetzt stehen, da war früher die Station Kaltenbach. Die Station Kaltenbach war ein sehr schönes Häuschen, irgendwie sauber gebaut alles, so ein kleines Fachwerkhäuschen. Und wie gesagt, da, wo die Trasse beginnt, da war eine große, lange Brücke bis über die ganze Kaltenbach Au. Das Gelände, das wurde dann abgebaut und zerschnitten, ne? Und hat man dann käuflich erwärmen können. Die herrlich schönen Böen, wie was da hinten bei Noppen, der hat nur zwei oder drei Stück. Und das andere ist alles verschrottet worden. Nach 63 Kilometern ist Bad Ischl erreicht. Der bekannte Badeort am Ufer der Traun war besonders während der KUK-Monarchie ein beliebter Ausflugsort. Im Bahnhof von Bad Ischl endete die SKGLB stumpf am Hausbahnsteig, nachdem sie die letzten 1,3 Kilometer vom Frachtenbahnhof her das ÖBB-Gleis mitbenutzt hatte. Heute erinnert am Ischler Bahnhof nichts mehr an die Zeit der Schmalspurbahn. Lediglich die Züge, die von der ÖBB hier eingesetzt werden, stammen teilweise aus einer Zeit, als die Lokalbahn noch dampfte. Die Ischler Bahn gehörte zu den beliebtesten Bahnen Österreichs. Entsprechend hart umkämpft war ihr Ende. Thalgaus Altbürgermeister Hans Schmiedinger war damals mit dabei. 1957, als die Salzkammergut-Lokalbahn eingestellt wurde, habe ich auch teilgenommen an diesen Protestversammlungen. Ich komme an die größte dieser Protestversammlungen in St. Gilgen erinnern noch, wo damals die Wogen hochgegangen sind. Und ich kann mich nur erinnern, dass auch der damalige Bürgermeister von St. Gilgen, Lesiak, doch schon eine etwas zwiespältigere Haltung zur Frage der Einstellung eingenommen hat. In Thalgau war einer der führenden Männer, der auch in der Gemeindevertretung war, der längst verstorbene Karl Schmidhuber, der dann auch die Gegendemonstration für Salzburg, für den Thalgauer Bereich organisiert hat. Es sind ja einige, ich weiß ja heute nicht mehr, zwei oder drei Sonderzüge zu dieser Demonstration nach Salzburg gefahren. Und meines Wissens war das in der Zweiten Republik die erste große Demonstration, wo man gegen politische Maßnahmen einfach demonstriert hat. Ja, die Emotionen gingen damals hoch. Lokführer Paul Zauner erinnert sich noch gut daran.
die Begeisterung der Salzburger Bevölkerung, respektive der Salzkammer Bevölkerung, von Ischl bis nach Salzburg oder bis nach Wannsee, war sehr, sehr groß. Ich meine, Sie kennen ja wahrscheinlich den Bahnhof von Ischl, der ist ja doch sehr groß, nicht wahr? Da waren ja Menschenmengen, der war bumm voll. Da haben sie uns Blumen gebracht, ob das als Mutter war oder junge Mädchen oder junge Männer. Da haben die meisten durchwegs, kann man sagen, so 80% haben sie geweint, wie wir weggefahren sind. Wie wir beide dann miteinander heimgefahren sind, mein Herz und ich, von Salzburg nach Wannsee her, mit dem Bus, da haben wir dann alle beide, wie wir im Auto drinnen gesessen haben, geredet. Ich meine, das muss ich sagen, weil das, er kann es nicht mehr sagen, weil er nicht mehr unter uns lebt. Und ich sage, das war das Ärgste dann. Nicht? Dann kommt erst dann drauf, wenn man das selber mitgemacht hat. So war der Abschied von der SKGLB wirklich ein trauriges Ereignis. Das österreichische Fernsehen ORF produzierte damals einen kleinen Film als romantische Erinnerung an ein beliebtes Verkehrsmittel, das einer verfehlten Verkehrspolitik zum Opfer fiel. Das Land zwischen Salzburg und Bad Ischl war damals wirklich in Aufruhr. Impressionen der ORF-Reporter aus den letzten Tagen der Werkstätte Itzling. Originalkommentar ist zu entnehmen, dass die Ischler Bahn bis zum letzten Tag gehegt und gepflegt wurde. Frisch geputzt und blank poliert geht es nun los zur letzten Fahrt Richtung Ischl. Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift der liebe kleine Eisen. Sauft ein bisschen und dann taucht sie wieder auf. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt man in den grünen Wald hinein, fliegt vom Almenrausch ein bisschen und dann steigt man wieder ein. Ja, der eine hat Leib und der andere schwer. Schau das Lock. Kommotiv, all das Platz sind so sehr und gar manchem hinzu. Geht es da durch den Sinn? Ja, auch ich muss mein Anhängsel ziehen. Zwischen Salzburg und Bad Ischl fährt der liebe kleine Eisenbahn. Rastet bissl, rennt ein bissl, bis sie nimmer weiter kann. Jetzt schauen Sie sich das einmal an. Ja, was kommt denn da eine Bahn? Nur paar Wagen an Lokomotiv, aber jeden begeistert der Pfiff. Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift der liebe kleine Eisenbahn. Raucht ein bissl, faucht ein bissl. Und dann taucht sie wieder an.
65 Jahre hat der feurige Elias alt werden dürfen. Seine Erbauer, die Ingenieure Stern und Haferl, haben mit dieser Bahn eine der schönsten Gegenden Österreichs erschlossen. Vor allem aber haben sie Generationen von Fahrgästen ein Stück Beschaulichkeit und Romantik in einer immer schnelllebigeren Zeit geschenkt.